Promigeflüster, das Original, jetzt live. Muss man sagen. Hallo und herzlich willkommen. Es gruselt. Und zwar ganz einfacher Grund. Es ist Halloween. Halloween, da wird natürlich hier viel Mystik und Zauber verbreitet und natürlich viel, viel Schrecken eingejagt. Und meine heutigen Interviewgäste, es sind zwei von eigentlich sechsen. Sechs sind es aktuell wieder, nämlich die Rede ist von der Gruppe Chinggis Khan. Sie haben wieder was Neues rausgebracht, also die neuen Kähne, und passend zum aktuellen Geschehen heißt es auch noch Halloween. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Zwei davon sind da, die Angelika und der Klaus. Grüßt euch. Hallo. Hallo, danke, dass wir da sein dürfen. Schön, dich wiederzusehen. Ja, lang ist es her. Jetzt habt ihr auch viel sozusagen vorgearbeitet. Es ist viel passiert. Und wie gesagt, Halloween steht da und mit einem großen Jubiläumsalbum, wo wir natürlich in einem weiteren Gespräch uns dann in einer neuen Folge nochmal unterhalten werden, was es da damit alles auf sich hat. Aber aktueller Titel, passend zum Zeitgeschehen, Halloween. Was hat es damit auf sich? Wie ging's los? Jetzt müsst ihr euch einig werden. Okay, ja, also wir haben jetzt 2,5 Jahre, haben eben, wie du sagst, an unserem neuen Album gearbeitet und haben uns jetzt entschieden, dass die erste Single-Auskopplung und das erste neue Lied von Chinggis Khan seit einigen Jahren eben Halloween sein sollte. Also allein die Geschichte und der Grusel und der Spaß, den Halloween bringen sollte. Ja, so sind wir auf die Idee gekommen. Ja, also gruselig geht's zu, ganz genau. Und es ist ja die längste Nacht der Welt, heißt's, gell? Richtig. Ja, wie seid denn ihr mit Halloween sozusagen verbandelt oder welche Beziehungen, wie wird bei euch Halloween gefeiert, fragen wir mal so. Also dieses Jahr ganz besonders schön, wir werden zusammen mit Herzensmenschen und natürlich auch unserer lieben Laura Siegel, Siegel Management, werden wir zusammen Halloween verbringen und wir Kähne werden dementsprechend uns auch ein wenig in den Halloween-Look begeben. Da haben wir schon überlegt, was wir da so machen und freuen uns sehr auf den Donnerstag. Da werden wir zusammen auf jeden Fall einen wunderbaren Abend, schaurig schönen Abend zusammen verbringen. Schaurig schönen Abend. Apropos schaurig schön, ich habe jetzt kürzlich da in meiner Nachbarschaft was gesehen. Das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Die haben ja hier wirklich das Haus total gestaltet. Hammer. Und auch den entsprechenden Eingangsbereich. Ja, großartig. Und das alles nur... Ich finde das nicht toll, wie kreativ die Menschen werden. So ist es, genau. Und das Ganze alles nur wegen dieser einen Nacht, kann man sagen. Also, zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit sieht man es ja manchmal schon auch funkeln und glitzern. Das finde ich noch ganz gut noch. Aber jetzt, ob man jetzt wegen einem Abend sowas noch aufziehen muss, weiß es nicht. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr sowas hermachen? Ich finde das auf jeden Fall sehr gut. Also allein auch die Tradition natürlich, auch in Südamerika mit Dia de Muerta und so. Das ist auch ein Tag, wo eben die Grenzen geöffnet werden und wo eben auch mal die anderen Wesen auf die Erde zurückkommen. Und ich finde diesen Gedanken, dass man dort auch zu seinen Verstorbenen oder so auch wieder nochmal Kontakt aufnehmen kann oder dass sie einen besuchen zu dieser Zeit oder auch die anderen mystischen Wesen, die eben dort durch die Pforten kommen können. Ich finde den Gedanken schon sehr schön. Ja, ich meine, es ist ja alles natürlich auch rübergeschwappt aus Amerika, muss man ganz klar sagen. Aber Kürbisse, wenn sie so ausgehöhlt sind, das sieht doch schon sehr mystisch aus, oder? Ja, was ja die meisten nicht wissen, dass ja auch Halloween an sich schon aus einer keltischen Tradition entstanden ist und früher wurden nur Zuckerrüben in Europa geschnitzt. Aber es war auch zur selben Zeit und auch zu der Nacht, wie wir jetzt Halloween feiern.
Das ist wiederum richtig, da hast du recht, ganz genau. Ja, der Titel Halloween, wer hatte denn die Idee dazu? Von wem kam die? Das war von Wolfgang Herrmann und Tobias Reitz, haben zusammen die Textidee gebracht. Mhm. Und unser Ralf Siegel, unser Kahn-Papa, hat sofort erkannt, dass das ein absolut hervorragender Genghis-Khan-Titel sein kann. Und dann haben wir zusammen daran gearbeitet und ja, also wir haben es von Anfang an auch gewusst, warum er sich für diesen Titel entschieden hat, den mit uns gemeinsam auch machen zu wollen. Und ja, ich freue mich sehr, dass er ausgewählt wurde. Und ja, die Zusammenarbeit war ganz, ganz toll. Ja, ja. Es ist natürlich so, der Titel ist jetzt natürlich nur für die gewisse Zeit, denke ich mal, prädestiniert. Darüber hinaus, weiß es nicht, muss man wieder in die Schublade reinstecken oder ist der auch danach noch zeitgemäß? Ich denke, das wird auch noch etwas nachhallen. Also ich denke auch, danach ist er noch zeitgemäß. Aber natürlich, so viele Songs auf der Welt sind eigentlich nur für einen kurzen Zeitraum irgendwo geplant. Tja, aber dafür kommen sie dann immer wieder. Genau, spätestens dann nächstes Jahr wieder. Spätestens dann nächstes Jahr wieder. Dann kann man dann wieder schaurig schöne wieder rausholen. Ganz genau. Ja, alle also, Jahre wieder. So ist es, ganz genau. Aber wie gesagt, es tut sich nur einiges mehr. Ihr feiert richtiges Jubiläum, sind 45 Jahre mittlerweile, Genghis Khan. Das wollen wir jetzt dann in einem weiteren, ausführlichen Interview dann nochmal gleich besprechen, begehen und feiern natürlich auch ein Stück weit. Ja, denn wenn wir so zurückblicken, einige Jahre kennen wir uns ja jetzt auch schon. Oh ja, schon einige, gerade wir zwei, ja. Einiges schon erlebt, genau. Aber da reden wir auch dann in einem gleich ausführlicheren Interview nochmal, was gleich die nächsten Tage dann erscheinen wird. Ja, dann wünsche ich euch erstmal ein schönes Halloween-Fest. Ich weiß nicht, könnt ihr es eventuell mal kurz anstimmen? Obwohl, nee, wir machen einen Link dazu, denn der kommt hier oben, genau, über YouTube. Da kann man das Video ja sehen. Halloween. Ruhig mal reinschauen, YouTube, Genghis Khan eingeben und dann den Song einfach jetzt zur Party abfeiern, würde ich sagen, oder? Ich nur einen Fusel mit. Oh ja. Halloween. Sehr schön. Also, was mich jetzt noch interessieren würde, liebe Zuschauer, liebe Freunde, ihr habt ja gerade das schaurig schöne Haus gesehen, wie alles geschmückt wurde. Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Schmückt ihr auch? Habt ihr auch schon eure Kürbisse ausgehöhlt oder wie auch immer? Schickt doch mal ein paar Kommentare oder ein paar Fotos eventuell, wenn wir es dann entsprechend auch bei Facebook dann posten, mal ruhig in die Kommentare und lasst uns mal sehen, wie es bei euch ausschaut. Wie es bei euch beiden ausschaut, das wollen wir dann vielleicht auch noch in Erfahrung bringen, wenn ihr uns was postet, auf euren Kanälen entsprechend, ne? Sehr gerne. Alles klar, na grüß den Ralf recht schön und die ganzen Genghis Khan Family sozusagen und lasst euch bei Halloween nicht zu sehr erschrecken. Oder die doch. Okay. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.